Mantis ist ein kleiner 2S Miniracer, der etwas zu viel Gewicht hat. Hier original kommt er mühsam hoch. Okay, also ran an den Speck. In der Lieferung ist eine mehrseitige Bedienungsanleitung, Ersatzpropeller mit Schrauben und der schwere Mantis. Ein 2S 400 mAh Lipo ist dabei. Hier habe ich bereits die Aluminiumelemente an den Seiten entfernt. Mantis hat einen schnellen F4 Flugcontroller mit 6 Ampere D-Short 600 ESCs, eine CMOS All-in-One-Kamera mit 25 mW Videosende. Die Kamera sitzt leider zu locker und sollte mit einem Kabelbinder fixiert werden. Die 1102 Motoren drehen mit 9000 kV. Perfekt für 2S Lipo. Ein Passer ist eingebaut, der aber zu locker ist und mit einer Seitenschnur fixiert werden muss. Sonst ist er beim ersten Flug wie bei mir, es war weg. Hinten ist der FR Sky D8 Empfänger. Alternativ gibt es Mantis mit DSMX oder FlySky Empfänger. Unten habe ich einen Schaumstoff angeklebt, damit der Akku festsitzt. Die Motorkabel sind nach unten ausgeführt, das finde ich ungewöhnlich. Der Mantis wiegt original 56 Gramm, nicht wie bei Gerberst angeben 49 Gramm. Entferne ich je zwei Schrauben von den Motoren und die Aluminiumseitenteile, komme ich schon auf 50 Gramm Leergewicht. Jetzt kann ich noch alle Metallschrauben am Flugcontroller entfernen und durch 2,5 mm Kunststoffschrauben ersetzen. Dann spare ich noch 1 Gramm. Die Metallschrauben vorne lasse ich dran, um die Kamera besser zu schützen. Um noch mehr Gewicht zu sparen, verwende ich ein 300 mAh Lipo. Der Klettverschluss ist für den kleinen Akku zu überdimensioniert und zu schwer. Den ersetze ich durch ein Gummiband. Jetzt habe ich bei dem Mantis ca. 8 Gramm reduziert und verwende einen leichten Akku. So komme ich auf ein Abfluggewicht von knapp 67 Gramm. Der FR Sky D8 Empfänger überträgt den RSSI-Wert zurück auf die Taranis-Funke. Die Kamera kann vorne an dem ersten Schalter von NTSC auf PAL umgeschaltet werden. Am zweiten Schalter wird die Videofrequenz umgeschaltet. Wie gesagt, fixiert bitte die Kamera mit einem Kabelbinder fest, sonst habt ihr verwackeltes FPV-Bild, wie später bei mir zu sehen ist. Jetzt fliege ich zuerst den Mantis 85 mit dem 50 Gramm Leergewicht und dem Original-Akku. Hier fliegt der Mantis schon besser, aber nicht schnell genug. Mit einem leichteren Akku und 2 Gramm weniger an Metallschrauben ist er garantiert aggressiver beim Fliegen.
Jetzt endlich kommt der Test mit 48 Gramm Leergewicht und dem leichten 2S-Lipo mit 300 mAh. Zwar ist die Flugzeit unter 3 Minuten, dafür fliegt der Mantis jetzt richtig gut. Die CMOS FPV-Kamera ist bei viel Licht ganz gut. Ist es bewölkt wie heute, macht es mit der CMOS-Kamera nicht so viel Spaß beim FPV-Fliegen. Vielleicht hilft hier eine Nano-Runcam, die aber wahrscheinlich ein Gramm schwerer ist. Teilweise kann man im Bild erkennen, dass meine FPV-Kamera nicht fest genug am Rahmen montiert ist. Hier ist es wichtig, die Kamera mit einem Kabelbinder festzumachen, damit diese nicht beim Fliegen wackelt.